Tschüss, meine Freunde, willkommen beim fröhlichen Rumgeballere in Mafia 3. So, wir sind jetzt dabei, diese zugedröhnten, leichten Damen zu befreien. Mussten erstmal hier so ein paar Leuten Hallo sagen. Und ja, jetzt gucken wir, dass wir hier reinkommen. Da wartet nämlich schon jemand auf uns. Schade, man kann den Strom nicht abstellen. Das wäre natürlich auch genial. Ich erledige erstmal den Typen da hinten. Warte. Tja. Bring meinen Arsch aus der Schusslinie. Ich habe ihnen wieder. Du hast gar nichts. Werden wir schon reich hier. Gefällt mir. So. Auf hier. Da ist eine Schrotflinte drin. Ich behalte aber lieber mein Dings. Money. 1000. Oh, ein nettes weiteres Bild. Hallo. Hallo, hallo. Ich glaube, hier brauche ich die Leichen nicht wegschleppen. Ich glaube, das übrigt sich. So, dann wollen wir die Dame mal befreien. Ich gehe mal kurz nochmal an den Schrank hier. Wo ist er denn? Hier. Hol mir dann eine Adrenalinspritze raus. So, dann wollen wir die Dame mal befreien hier, ne? Warte. Und BEM! Du hast also... Der darf mich nicht sehen. Sage Charlie, es ist Lean. Ist Lean oder Leech? Ist a good week. Es ist eine gute Woche. Ronny is worth 5 grand worth of shit. Ronny hat 5 große Sachen auf. Brought around 7 grand. Okay, gut. Richtig, hau ab. Ah, hier ist der Heroin-Mist. So. Sag's weiter. Jede Frau, die Hilfe braucht, soll ins Pierced Heart gehen. Eieieiei. Und die letzte Tür. So, Moment. So. Und BAM. Der Junge muss sich verletzen. So weit weg kannst du noch nicht sein. Ich finde dich. Wo ist... Ich werde diesen Platz mich nicht brechen lassen. What? Eines Tages, da zweifle ich nicht dran, werde ich meine Familie wiedersehen. Okay. Hi. Verschwinde hier. Okay, ich muss noch ein bisschen mehr Schaden hier anrichten. Das hat leider noch nicht gereicht. Wieder mit Donovan? Nein, wir müssen noch ein bisschen Schaden hier anrichten, aber wie? Ich benutze mal die Sinne. Ausgang. Kann ich vielleicht seine Flaschen und so zerdeppern? Also, dass ich die vielleicht kaputt schieße oder so?
Feindliche Zone. Ich glaube, das ist mittlerweile vollkommen egal. Ich versuch's einfach mal. Leider keine Ahnung, was ich jetzt hier noch machen kann. Rede mit Donovan. Ich rede mit Donovan mal. Yay! Achso. Wollte dann anhalten, weil ich da irgendwo gegenfahre, aber naja. Tschüss. Jo, es scheint da vorne auch die Polizeistation zu sein, ne? Rede mit Donovan. CIA. Oh, Donovan arbeitet bei der CIA, okay. So, 5000 habe ich in der Tasche. Die sollten wir vielleicht in den Safe bringen. Just saying. Patsch. So, ey, Donovan. Ich hab was für dich. Du bist so viel rumgerannt, dass ich dachte, ich mach dir das Leben ein bisschen leichter. Damit kannst du Verstärkung rufen. Und ich hab dich immer für ein herzloses Arschloch gehalten. Daran scheiden sich die Geister. Übrigens, Miss Lancaster ist schon unterrichtet und kann loslegen. Okay, kehre ich zur Stimme zurück. Funkgerät. Alter, wir können jetzt Verstärkung rufen. Wie geil ist das denn? So. Verbündete anrufen. Du kannst jetzt deine Verbündeten mit Hilfe von Donovans Funkgerät kontaktieren. Du brauchst nicht mehr zu warten, bis der Waffenhändler von selbst auftaucht. Du kannst ihn bei Bedarf herbeirufen, damit er dir Waffen und Ausrüstung bringt. Verbündete anrufen. Maus Mitte gedrückt halten. Dann wird den Verbündeten mit der Maus aus. Ah, okay. Kehre zur Stimme zurück. Dann kehren wir mal zur Stimme zurück. Ich habe leider immer noch nicht genug Kohle, um mir was leisten zu können. Traurigerweise. So. So, da bin ich. Dum, 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 dum. So. Stimme. Lincoln, du bist ein erfreulicher. Die Mädels sind frei. Alter, das war die Hölle auf Erden. Tut richtig weh, wenn man sieht, was diese scheiß Hinterwäldler treiben. Sobald ich diesen Jackson in die Finger kriege, ist das Ding gelaufen. Merle hat dem ganzen Hollow Zuhälter. Er setzt drauf, dass die seine Verluste wieder reinholen. Wenn du die umlegst, wird er im Club aufkreuzen. Sehr gut. Komm zurück, wenn du mit denen fertig bist. Ich kann dir bestätigen, dass Merle drüben im Club ist. Okay. Spüre Dixie-Patrouille. Das hört sich so komisch an, das Wort Dixie. Du hättest mehrere Ziele zur Auswahl. Wähle Einsatzziele über die Karte und die Zielanzeige aus. Karte, singen. Okay. Ich habe mehrere Ziele. Okay, wir haben einmal hier. Erlege Merles Zuhälter. Erlege Merles Zuhälter. Gut.
Dann wollen wir mal. Ach, deswegen steht da unter 3350, okay. Weil die Zuhälter jetzt den Rest geben. Hat nicht Süße. Ja, Mann, ich war gerade beim Dings werfen. Sorry. Tun Sie mir nicht weh, bitte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich gehe in Deckung. Ich brauche hier nun, ich hole mal ab, ne? Ciao! Ja, mach die mal. Ich bin weg. Ich gehe auf falsche Seite hier. So. An alle Einheiten. Hast du auch gut auf dich auf? So. Ich glaube, er hat ja sowieso keine Einnahmen mehr, von daher. Ist das ja egal. Hat sich drüben in Perlers Laden verschanzt. Hab gehört, er ist stinksauer. Die Fresse von dem Arschloch würde ich ja jetzt zu gern sehen. Nur, dass wir uns verstehen. Sobald ich da drin bin, mache ich jeden Motherfucker platt, der mir über den Weg läuft. Den Schwein weint keiner eine Träne nach. Richtig. Tu, was du für das Beste hältst. Wir sehen uns, Lebon. Hauen wir sie weg. Der ledige Merle, der Jackson. Der Name Merle, für mich ist Merle. So, ich nehme mal die Abkürzung. So. Huch. Hallo? Na, nehmen wir mal das Auto. Das haben wir noch nicht gehabt. Das ist für ein Sound. Entschuldigung. Was? Baby. Yeah, baby. Du kannst dich verbündeten anrufen, bla 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 bla. Ja, weiß ich ja.
bisschen Material brauchen. Hab gehört, dafür bist du der Richtige. Cassandra meinte schon, du würdest dich mal melden. Ich helfe dir sehr gern, aber ich bin auch nicht die Wolfhard. Ja, wir brauchen Pistolenmunition. Ich habe nämlich keine einzige Kugel mehr. Moment, bin ja gleich da. Kein Stress hier, kein Stress. So, nee, wir brauchen Munition. Ach doch, warum nicht? Sehr schön. Was? Ausrüstung? Molotov kann ich scream. Gut, okay. Fahrzeugmodifikation, das ist ja Quatsch. Nachschub. Lincoln-Verbesserung, was? Okay, Schutzsicht. Oh, Alter, sie teuer. Nein! Warte! Ich bin noch nicht fertig. Nein! Obwohl, ich habe gerade Waffen gekauft, ne? Munition. Stimmt. Der Kerl hat eine Schusswaffe. Yep. Am besten geht ihr. Weißt du, wie herzlich wenig mich das interessiert? Toll, die ganzen Dinger sind zu. Ich glaube, der Mann da hat eine Schusswaffe. Da guck, der zeigt eine Waffe. Der Kerl hat eine Waffe. Hey, wie geht's denn so? Gut, und dir? Ich kann mir diese Stimme des Hollow gar nicht anhören. Was passiert, wenn sie den mal kriegen? So, Schluss hier. Sehr schön. Scheiße, ich muss nachladen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. What? Was habe ich denn da gerade erwischt? Was hat mich da gerade erwischt? Dass ich mit einem Ding down war. Der Kleine ist hinüber. Blutet wie immer. Alter, was ist denn das? Alter, was ist denn das die ganze Zeit? Sorry, Alter, der knallt einer und ich bin sofort down irgendwie. I don't get it. Ich kapier's nicht. Natürlich habe ich wahrscheinlich die Hälfte meines Geldes gerade verloren, ne? Gehe ich mal ganz stark von aus. Schätzchen, er ja. Passt seit 5 Jahren nebenbei andere Frauen auf. Wir haben ihn doch. Mädchen, es wird langsam eng. Kannst du mir Nachschub ins Delray Hollow schicken? Ich mach mich schon auf den Weg zu dir. Glaubst du wirklich, das Bürgerrechtsgesetz bleibt uns lange erhalten? Wart mal die nächsten Wahlen. Du was, weil du brauchen kannst? Ja, mitten Dings hier auf aus Anhält. Okay, zeig, was du auf Lager hast. Und? Mhm. Munition, okay. Dann automatische Waffe.
Munition voll, okay. So. Der Deal ist abgeschlossen. Du weißt, wie du mich finden kannst. Bin ich froh, dich zu sehen. Vielleicht ist es ja nicht die beste Idee, da feuerballernd reinzugehen, oder? Er war kurz davor, den Mann umzulegen. Kann ich immer noch nicht glauben, dass einer dieser schwarzen Scheißer die Eier hat und hinter uns her ist. Tja. Ich dachte, nach Sammy hätten sie es kapiert. Nicht die so schüchtern. Die Hiesigen wollen bloß zeigen, dass sie angepisst sind. Außerdem sehe ich gerade keinen von ihnen. Du etwa? Hab gehört, der Typ ist nicht zu stoppen. Ist ein schwarzer Dämon oder sowas. Schwarz. So viel zu saufen. Ich habe noch keinen getroffen, mit dem ich nicht fertig geworden bin. Schwarzer Dämon ist gut. Oh, oh, oh. Genau, sollte mir auch gleich wiederholen, die schusssichere Weste. Psst. Oh, warte. Nein. Komm mal mit. Muss ja nicht sein, dass sie dich hier gleich entdecken, mein Freund. Oh, ja. Guck mal, hier liegst du richtig. So. Und dann. Zack. Schusssichere Weste. Ich glaube, den Typen hier schnappe ich mir auch noch, damit ich Ruhe habe. Viel Erfolg. So. Versuchen wir es jetzt mal ein bisschen mit Stealth. Damit wir nicht so über den Haufen geballert werden. Ah, da ist er. Hey Merle. Wie geht es dir? Alter, das ist eins von diesen. Ja, das nehme ich. Sorry, aber das ist, eine schusssichere, das ist ein Scharfschützengewehr. Da oben ist noch irgendwas. Achso, das war gar nicht Merle Jackson. Okay. Ah, jetzt hat sich auch was die ganze Zeit mich da, total gekillt hat. Wie viele sind denn da, wie feine? Also ich sehe hier vorne einen. Komm mal her. Komm her. Ganz ruhig. Ich komme da nicht rein. Die Tür da hinten ist auch vernagelt, wie sonst was. Sei einfach ruhig und mach gar nichts, mein Kumpel. Was? Hab gehört, er hat nicht nur die Mädels bekommen, er hat auch den Doc getötet. Ja, der war mausetot. Ach, scheiße. Der Doc wird umgebracht. Die Zuhälter da draußen auch. Merle kriegt bestimmt einen Herzinfarkt. So angepisst ist der. Bloß Nigger, wie hart kann der schon sein? Wenn er zurückkommt, zünden wir. Geschäftsvorzug. Um ein Geschäft zu übernehmen, sollte der. Seinen derzeitigen Boss aus. Rufe danach einer deiner Unterbosse an, damit er Verstärkungen schickt, um das Geschäft zu sichern. Erledige Merle Trigger Jackson, um seinen Positionsring zu sprengen. Wie konnte ein verdammter Nigger unbekümmert hier durchspazieren? Sag's mir. Tut mir leid, Merle, aber ich war nicht mal hier. Ich sag's dir ja bloß. Der
Penner hat einige unserer besten Mädchen mitgenommen. Na mach schon. Ich habe heute noch keinen Arsch aufgemacht. Da! Jetzt komm ich! Okay, wie rufe ich jetzt einen Unterboss an? Habe ich noch nicht. Schick mir Nachschub zum Delray Hollow. Bin gleich da. Sorry, ich muss wechseln. Ah, gedrückt halten. Und was willst du machen, Nigger? Das. Zack. Juhu. Perlas Nachtclub, Geschäftszuweisung. Screaming Semi 2. Zwei Screaming Semis werden deinem Gepäck hinzugefügt. Screaming Semi. The Voice Waffenwurfgeschoss zum Ablenken sorgt bei Abergäubischen für volle Unterhosen. Okay. Einkommenslos 30.000. Cassandra zuweisen, klar. Bitteschön. Diese Redneck-Penner sind raus aus Perlas Laden. Sag deinen Leuten, sie sollen ihn sichern. Wunderbar. Oh. Sequenz. Ah. Ja. Da kommen die Haitianer, um den Laden zu sichern. Und der Waffenhändler. Hi. 1966, nach dem College, fing ich beim FBI an. Chicago war meine erste Station, aber 68 ging's dann Richtung Süden. Ich war dort bis 1986, da wurde ich befördert. Ich wurde stellvertretender Leiter der Abteilung für organisiertes Verbrechen und blieb beim FBI bis 99. Es gibt so viele Geschichten über Cassandra. Wurde als Kind gekidnappt, getötet und von einem Voodoo-Priester wiedererweckt. Oder hier, ihre Schwester wurde vergewaltigt und getötet. Sie erschoss ihren Vater und warf seine Leiche ins Moor. Man weiß nicht, was davon stimmt und was nicht. Klingt auf jeden Fall begeisternd. Yay! Screaming Zimi. Benutze die Screaming Zimi, um eine Gruppe Gegner zu ihrer Position zu locken. Die ersten paar gehen aufs Haus. Nachschub erhältst du sofort beim Waffenhändler. Screaming Zimi werfen? Ja. Ja. Yep. Story of Tag Heroin. Warte auf Donovan. Na, wir haben nur 1600. Ich glaube aber, ich rufe einmal den Waffenhändler. Es wird langsam eng. Kannst du mir Nachschub ins Delray Hollow schicken? Komme schon, nur einen Augenblick. Damit ich hier meinen Munitionsvorrat aufbessern kann. Brauchst du irgendwas? Ja. Ein bisschen Munition wäre supi. Okay, zeig, was du auf Lager hast. So. Waffen. Pistolen, so. Auffüllen bitte. Danke. Dann noch unsere automatischen Waffen. Ach nee, wenn man jetzt das Dings, genau. Munition ist voll. Ich habe gerade mal 4 dafür. Hä? Ist das eine Spezialwaffe? Nö. Ist das eine Flinte? Nö. Die ist abgeschlossen. Ach, der füllt alles automatisch auf. Ah. Nee, ich will nicht auf Donovan warten. Moment. Ich würde ja gerne nochmal die Kirche da jetzt befreien. Aber wir haben nur die eine. Okay. Gut, Leute, ich würde mal sagen, ich beende die Folge dann für heute. Beim nächsten Mal werden wir uns dann zu Donovan begeben und schauen, was als nächstes noch passiert.
Also, dran denken, Part bewerten, Kanal kostenlos abonnieren und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.